entstand in der Kasseler Innenstadt. Marlene und Bijan diskutieren mit PassantInnen. Die beiden Bildungsreferentinnen von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank sind auf der Documenta 15. Sie wollen mit dem Messepublikum ins Gespräch kommen über Antisemitismus, Kolonialismus und die Grenzen der Kunstfreiheit. Noch vor einigen Wochen stand hier das Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi, dessen antisemitische Bildsprache zu heftigen Protesten geführt hatte. Schon im Vorfeld der Eröffnung gab es Kritik an KuratorInnen und KünstlerInnen. Einige hatten Aufrufe der israelfeindlichen BDS-Kampagne unterschrieben. Auch das Fehlen israelischer und jüdischer KünstlerInnen sorgte für Befremden. Die Documenta-Leitung wiegelt ab. Man solle doch erstmal die Ausstellung abwarten. Die VerteidigerInnen sehen die indonesischen KuratorInnen unter Generalverdacht gestellt und rassistische Motive bei den KritikerInnen. Nur wenige Tage nach der Eröffnung der Eklat. Das Wimmelbild People's Justice des KünstlerInnen-Kollektivs Taring Padi zeigt die Gestalt eines monströs überzeichneten Juden. Mit Schläfenlocken, Vampirzähnen und SS-Runen ein klar antisemitisches Motiv. In den folgenden Tagen tauchen noch mehr fragwürdige Motive auf. Unter anderem ein israelischer Soldat mit Hakennase. Immer wieder stellt sich die Frage, wann die Grenze zwischen Kritik an israelischem Regierungshandeln und Antisemitismus überschritten ist. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, wollte sich selbst ein Bild machen und fuhr trotz der Vorberichterstattung zu Documenta. Die Diskussion um die Documenta hat schon viel vorher angefangen, aber als es im Juni der Eröffnung gab, dann bin ich dahin gefahren und wollte so offen wie möglich sein. Also das ist keine Vorverurteilung, nur aufgrund von Biografie von irgendwelchen Künstlern oder Kuratoren und einfach die Kunstwerke anschauen und sie als Gegenstand der Bewertung zu nehmen, ob sie antisemitisch sind oder nicht. Mendel setzt sich für Verständigung ein, aber auch für klare Positionen. Als einer der ersten kritisiert er das Banner von Taring Padi und betont den Unterschied zwischen Kritik an der israelischen Regierung und Antisemitismus, etwa wenn israelische Soldaten mit Hakennasen dargestellt werden. Das ist ein Motiv, den wir schon seit dem Mittelalter kennen und auch aus der Nazizeit, den Juden mit einer großen Hakennase dargestellt werden. Und das hat mit der Besatzung nichts zu tun. Die Documenta-Leitung lässt das Banner abhängen, bleibt aber ansonsten untätig. Rücktrittsforderungen werden laut. Die Zukunft der Ausstellung selbst steht in Frage. Die Bildungsstätte bietet an, die Leitung zu beraten. Als schon die erste Kritik an den Documenta viel vor der Eröffnung aufkam, standen wir der Documenta zur Verfügung und wollten konstruktiv dabei helfen, den Guides und den Künstlerkollektive zu schulen, wie kann man Antisemitismus erkennen und was kann man dagegen tun. Innerhalb weniger Tage verhärtet sich die Debatte. Klar ist, jetzt tausende Kunstwerke pauschal unter Antisemitismusverdacht zu stellen, geht zu weit. Auf der anderen Seite, wenn problematische oder antisemitische Kunstwerke ausgestellt werden, kann man nicht nur so abtun und sagen, ja, das ist nur in deutscher Kontext problematisch, in den globalen Süden ist es unproblematisch. Antisemitismus oder antisemitische Bildsprache ist immer problematisch, egal ob sie in Jakarta, in Australien oder in Kassel dargestellt wird. Schließlich scheint die Documenta einzulenken. Eine gemeinsame Veranstaltung mit KritikerInnen und VerteidigerInnen soll einen konstruktiven Diskurs einleiten. Meron Mendel wird ins BeraterInnen-Gremium der Documenta eingeladen. Nachdem das Bild von Taring Padi öffentlich wurde, schien mir vor einem Moment noch eine Möglichkeit, dass doch die beiden Lager zusammen an einem Tisch zusammensetzen können, dass ein Dialog starten kann und vielleicht auch eine gewisse Perspektivwechsel in jeder Lager. Aber das war nur vor einem kurzen Moment. Ganz schnell kamen wieder diese Reflexe. Die Gräben waren wieder tief und ein Dialog war nicht mehr möglich. Mit einem eigenen Infostand auf dem Gelände, auf dem das mittlerweile abgebaute Banner zu sehen war, tritt die Bildungsstätte nun eigenständig auf. Mit erfahrenen PädagogInnen, die seit Jahren zum Thema arbeiten. 4 Wochen lang stehen die KollegInnen am Stand, diskutieren, klären auf. Julia Alfandari, Leiterin des pädagogischen Angebots, erinnert sich an diese Zeit. Ja, grundsätzlich gab es eine große Nachfrage. Die Menschen, die uns am Stand besuchten, hatten regelrecht Hunger auf Austausch, denn sonst gab es ja solche Angebote gar nicht auf der Documenta. Neben den doch sehr vielen konstruktiven und offenen Gespräche, die wir da führten, waren wir aber relativ rasch mit einer Situation konfrontiert, in der viele Menschen sehr krude und erschreckende Aussagen über Juden, zu Antisemitismus, von Stereotype über Anklagen bis zu Verschwörungserzählungen äußerten.
Und das Bemerkenswerte und Erschreckende daran war, dass die meisten Menschen, die uns da besuchten, aus einem sehr deutsch-bürgerlichen Milieu stammten. Ich würde sagen, circa von diesen 1000 BesucherInnen, die wir am Stand hatten, war vielleicht ein Drittel davon grenzwertig bis offensiv antisemitisch. An der Basis wird deutlich, wie die Debatte aus den Feuilletons auch unter den KünstlerInnen und dem Publikum nachwirkt. Gerade im Kunst- und Kulturbereich muss noch viel getan werden, sagt Al-Fandari. Antisemitismus und Rassismus dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja, wie die Debatte um die Documenta geführt wurde, verheißt erstmal nichts Gutes. Denn mit Sorge blicke ich auf die Zukunft des Kulturbetriebs. Dieser verwehrt sich nämlich momentan jeglichem Dialog und eine wirkliche Initiative für eine Aufarbeitung haben wir auch noch nicht gesehen. Was wir jedoch schon sehen, ist eine Verhärtung der zwei Lager. Auf der einen Seite die der antisemitismuskritischen Erzählung und auf der anderen Seite die der postkolonialen rassismuskritischen. Und in dieser Frontenbildung kann kein Dialog und vor allem kein Dialog auf Augenhöhe stattfinden. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen zu durchbrechen, diese Frontenbildung, dann sehe ich schon den nächsten Skandal auf uns zukommen. Trotz dieses Befundes glauben Al-Fandari und ihr Team an die Möglichkeiten von Bildung und Aufklärung. Und dann die Möglichkeit von Gesprächen. Die Documenta-Debatte hat gezeigt, wie schwierig die Situation gerade ist, wo Gräben gibt zwischen denjenigen, die gegen Antisemitismus und denjenigen, die gegen Rassismus kämpfen. Das ist ein Zustand, den wir nicht aushalten können, weil im Grunde genommen der Wunsch einer Gesellschaft ohne Diskriminierung, ohne Vorurteile breiter ist, als von einem Lager vertreten zu sein. Und wir können nicht gegeneinander kämpfen, wenn wir gemeinsam diese Gesellschaft wollen. Von daher muss dringend eine Art von Dialog stattfinden, wo diese unterschiedlichen Perspektiven zusammengebracht werden und nicht gegeneinander ausgespielt werden.